Die Produktion jedes BMW beginnt so, mit einer Blechrolle. Coil nennt man sie in der Fachsprache. Und natürlich ist das nicht irgendein Stahlblech, sondern eines, das sorgfältig ausgesucht wurde, um den hohen BMW-Qualitätsanforderungen zu entsprechen. Zunächst wird das Coil abgerollt und in sogenannte Platinen geschnitten, passend für das Karosserieteil, das aus diesem Stück Stahlblech entstehen soll. Nach dem Schneiden werden die gestapelten Platinen zur Pressenstraße transportiert. Das hier heißt zwar Presswerk, doch in der Fachsprache nennt man diesen Arbeitsvorgang Tiefziehen. Denn die Platine wird nicht gepresst, sondern in ihre neue Form gezogen. Je nach Teil sind 4 bis 6 Arbeitsschritte erforderlich. Formen, Stanzen, Lochen, Kanten hochstellen. Wie zum Beispiel hier bei dieser Heckklappe. Was hier runterfällt, wird recycelt und kommt vielleicht irgendwann als neues Coil ins Werk zurück. Anlagen, Presswerkzeuge und die fertigen Teile werden von den Mitarbeitern einer ständigen Qualitätskontrolle unterzogen. Vom Presswerk kommen die einzelnen Teile in den Rohbau. Roboter erledigen das Punktschweißen. Millimetergenau verschweißen sie die einzelnen Teile. So werden nacheinander der Hinterbau, der Vorderbau und das Bodenblech zur Bodengruppe zusammengefügt. Roboter setzen die Schweißpunkte mit stets gleichbleibender Präzision. Mit der Bodengruppe ist die Basis der Karosserie geschaffen. Schließlich überprüfen dreidimensionale Koordinatenmessmaschinen die Bodengruppe auf 1/100 Millimeter genau. Von diesem Speicher werden die fertigen Bodengruppen automatisch zur Weiterverarbeitung abgerufen. Hier setzen erfahrene Mitarbeiter zusätzlich Schweißnähte mit einer Gasflamme. Man nennt dies das Schutzgasschweißverfahren. Es ist eines von vielen Fügeverfahren, um Karosserieteile zu verbinden. Mit Seitenwänden und Dach wird die Rohkarosserie weiter vervollständigt. An einigen Stellen, zum Beispiel bei der Verbindung von Seitenwand und Heckend, wird die Karosserie durch spezielle Messing-Hartlötverbindungen abgedichtet, damit später kein Spritzwasser eindringen kann.
Hier wird die Heckklappe eingebaut. Ob sie richtig sitzt, ob sie nicht zu viel oder zu wenig Spiel hat, stellt man bei der Überprüfung des sogenannten Spaltmaßes fest. Am Ende wird die Oberfläche der Rohkarosserie noch einmal sorgfältig auf Unebenheiten und Abweichungen abgesucht. Bevor der schützende Lack aufgetragen werden kann, ist eine Vorbehandlung der Rohkarosserie in mehreren Schritten erforderlich. Zunächst wird die Karosserie gründlich gereinigt und von Fett und Schmutzresten aus Presswerk und Rohbau befreit. Anschließend taucht die Karosserie in ein Phosphatbecken. Da die Rohkarosserie aus unterschiedlichen Blechen besteht, sorgt die Phosphatschicht für eine einheitliche Oberfläche. Die gleichmäßige Grundlage für alle weiteren Lackierschritte wird dann in der sogenannten kathodischen Tauchlackanlage, kurz KTL-Anlage, aufgetragen. Durch das vollständige Eintauchen wird sichergestellt, dass die KTL-Beschichtung jedes Teil der Karosserie erreicht. Die Außenhaut ebenso wie alle Hohlräume. Aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung sorgt die KTL-Schicht auch für den entscheidenden Korrosionsschutz. Bevor dann der Decklack aufgetragen werden kann, muss die Karosserie sorgfältig von Staub befreit werden. Dazu verwendet man echte Emu-Federn. Und jetzt kommt Farbe ins Spiel. In der Lackiererei bekommt das Fahrzeug die Lackierung, die sich der Kunde ausgesucht hat. In unserem Fall Topazblau. Spritzroboter sorgen dafür, dass der Lack absolut gleichmäßig auf alle Oberflächen verteilt wird.